Haben wir unterwegs noch irgendwas zu tun? Nein. Machen wir gleich mal eine auf Immobilienmakler und preisen dieses wunderschöne Haus an. Ja, Mr. Stone? Scheiße, Mr. Entschuldigung, ich muss Sie nochmal anrufen. Na klar. Okay, passen Sie auf, wir machen Folgendes. Ja. Geben Sie mir 4 Tage, okay? Ja, ja. Und diese 4 Tage, wenn Sie das Haus nehmen, wird das großartig. Danach können wir immer noch entscheiden, ob wir es weggeben oder nicht. So oder so bekommen Sie die Kohle. Fertig. Aha, aha. Also soll ich jetzt das Haus übernehmen, ja? Das wäre großartig. Soll ich jetzt kommen? Noch setze ich im Auto. Können. Okay, noch bin ich im Haus, in Ordnung. Ja, ist ja hervorragend, dann komme ich jetzt vorbei. In Ordnung. Bis gleich. Bis gleich. Schön. Die olle Ranzbude in das Haus hat abgegeben. Erstmal direkt noch eine neue Villa holen. Mein Gott. Gut, dass ich gerade eins verkauft habe. Ich glaube, man darf nur 3. Maximal. Ich glaube, es waren 3 als Grenze. Genauso wie man nur maximal 5 Sachen in der Garage stehen haben darf. Ich sagte ja, Platz für Neues. Ja, Ghost, du wusstest es einfach schon. Dass das Stone sich doch schon umentscheidet. Großartig. War da irgendwie hier die Puste ausgegangen? Deswegen habe ich immer so lange Streams. Du meinst, weil ich Geld verdienen muss? Oder was? Für die ganzen Villen. Aber wie gesagt, jetzt ist zumindest die Miete, die man in den Hills bezahlen muss, angepasst so ein bisschen an letzte Season. Na, jetzt 7.000 pro Woche. Wie gesagt, letzte Season war es am Ende dann 10.000 pro Woche für die Hills. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch teurer werden. Weil man ja auch davon ausgeht, dass die Leute immer mehr Geld haben, so insgesamt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch nicht das Ende ist. Eine Villa für die Lieblingstochter. Wie behalten wir sie einfach und schenken sie Melody? Oh mein Gott, das ist gar keine schlechte Idee. Nur leider ist es jetzt BSG. Rotwell hat ein eigenes Haus! Mann, das bezahlt er sogar! Er soll in sein eigenes Haus ziehen. Alles ist besser, wenn es gratis ist. Ja, ja. Da hast du wahrscheinlich recht. Räum dein Scheißzimmer auf. Genau, Melody muss ja erstmal ihr Scheißzimmer aufräumen, bevor sie Taschengeld kriegt. Ich sehe es aber jetzt schon kommen. Jetzt hat sie ja insgesamt 3 Strafbefehle von mir bekommen. Dass ich als, statt Taschengeld zu geben, werde ich ihre Strafbefehle für sie bezahlen. You know?
Bedwolf, die erste, nee, das war ja keine Entführung, das war eine versuchte Entführung. Die erste, wo er auf dem, vor dem Gerichtsgebäude angeschossen wurde und niedergeschossen wurde, die war am Samstag. Die, wo er entführt wurde von den Devils, um dann zum Empire gebracht zu werden, die war noch nicht. Ja, aber der geglückte Teil war nicht vom Empire, der geglückte Teil war von den Devils. Muss man halt einfach dazu sagen, ne? Der Teil vom Empire war wiederum nicht so geglückt. War aber auch ein Pech. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ja, Mr. Stone, ich bin da. Ach so. Ja, okay, alles klar. Ich hab noch einen Schlüssel, oder? Ja, ich dachte nur, sie sind draußen, deswegen habe ich jetzt kurz nochmal angerufen. Ja, warte, ich dass sie nackt sind. Ich bin sowieso auf dem Weg. Ich bin immer nackt, wenn ich hier unterwegs bin. Ja, großartig. Dann freue ich mich ja. Perfekt. Bis gleich. Ciao. Hallo, Chaos. So, da bin ich. Sind da wirklich nackt? Natürlich bin ich nackt. Und das war ein Scherz. Hat nichts gerochen. Mensch, so ein Ding. Wie ich? Ich hab geduscht. So meinte ich das nicht. Ach so. Die riechen hervorragend. Gut, gut. Ach so, ja, genau. Ja, sie müssen dann einmal, genau. Kommen Sie. So. Wissen Sie, wie das geht? Keine Ahnung. So, wir gehen mal rein. Naja, gehen Sie mal alleine rein, Mr. Stone, und kündigen Sie mal Ihren Mietvertrag. Kommen Sie doch mit rein. Nein, nein, kann ich nicht. Nein. Wie, können Sie nicht? Sie haben doch einen Schlüssel. Ja, ich weiß, Mr. Stone, aber Sie wollen ja Ihren Vertrag kündigen, nicht wahr? Ja. Ja, ja, das müssen Sie, machen Sie, gehen Sie mal rein und kündigen Sie mal. Ah, okay, alles klar. Kein Problem, natürlich. Natürlich. So. Ja, hervorragend. Sehr gut. Mensch, hier ist ein Haus frei. Ist ja toll. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Ah, danke schön. Echt ein schönes Haus. Ja, aber eigentlich noch recht günstig eigentlich für 950 Dollar. Trotzdem sauteuer. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was Sie meinen. Bitte schön. Ich danke Ihnen vielmals. Gut, also, 4 Tage. Ja, dann kriege ich das irgendwie hin. Kein Stress. Sehen Sie es als Belohnung für Ihre Arbeit bei Mr. Martinez. Oh, okay. Oh, die also, Bezahlung. Die 4 Tage sind die Bezahlung. Das sind Sie damit einverstanden? Absolut. Damit bin ich absolut fein. Oder brauchen Sie mehr? Nein, 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 nein. Das passt. Das passt okay. Großartig. Das ist großartig. Ja, sehen Sie, dann können Sie doch ganz entspannt hier erstmal weiterwohnen. Ja, das ist schön. Ich danke Ihnen vielmals, Mr. Ed. Was haben Sie heute noch vor? Es wird langweilig, wenn ich das immer wieder sagen muss, aber arbeiten. Natürlich arbeiten. Immerhin muss ich jetzt keinen Käufer für das Haus suchen, ne? Das spart schon mal. Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Warten Sie, ich muss mir kurz was anziehen. Dann warten Sie kurz. Oder kommen Sie mit rein. Na, jetzt ist ja mein Haus, ne? Ein bisschen Musik wäre drin gar nicht schlecht, oder? Was meinen Sie? Hm. Baby. Oder so. Ja, schön. Würden Sie nicht? Ja, wenn Sie jetzt hier so nackt runterlaufen, habe ich eher so ein bisschen so, you can leave your head on im Kopf und so. Oh, Chococker, schön, 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 ja. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Sie das in Ihrem Alter überhaupt noch kennen. Aber ich meine, na gut, ich sag mal so. Ist ein Oldie für mich, ne? Ja, natürlich. Ich meine, Sie leben mir nach dem Prinzip with the help of my friends, nicht wahr? Ja, ja, ja. Ja, ich liebe die Stimme von Mr. Stone. Voicel ist cool. Ich weiß nicht, ob er gerade online ist. Manchmal streamt er nicht. Sehr, sehr coole Stimme. Mag die sehr. Haben Sie den eigentlich verstanden mit dem Little Life of My Friends? Absolut nicht. Nein. Haben Sie nicht? Wirklich absolut nicht? Nein. Ja, wegen Ihrer ganzen Freundschaft plus Beziehung, verstehen Sie? Ja, verstehe. With a Little Life of My Friends. Das ist auch von John Cocker. Das kennen Sie aber, oder? Why would you do a thing I would do? Look on me.
Ja, wobei jetzt, wo sie so summen, ja doch, kommt es mir irgendwie bekannt vor. Aber wie gesagt, das sind halt Odys für mich, ne? Sing your song. I would try to do und dann. Do, ja. A little help for my friends. Oder so. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe das. Oh, richtig. Richtig. Ich kann auch noch ein bisschen weiter singen, wenn Sie wollen. Nein, nicht. Ich bin nicht so der Sänger oder der Tänzer. Ich bin mehr so der. Ich höre. Jo, das letzte Wort haben Sie nicht gehört. Nee, habe ich nicht. Gut. Haben Sie Ficker gesagt? Nein. Okay. Ich habe Flitzer gesagt. Flitzer. Ah, okay. So wie ja, Ihr wegen verdammt der... wunderschönes Auto. Nein, ist nicht meins. Güte. Das ist ein Dienstwagen. Das ist ein Dienstwagen? Das ist ein Dienstwagen, ja. Scheiße, fertig, Staatsanwalt. Staatsanwalt Stone, stellen Sie das vor. Ja, wollen Sie? Aber dann können Sie nicht mehr so im Hintergrund agieren, ne? Das ist Ihnen noch dann nicht bin klar. Ich im Vordergrund, aber ich glaube, ich bin... Richtig im Vordergrund, ja. Sie sind da einfach bedeutend intelligenter als ich, Ma'am. Macht ja nichts. Stimmt, es gibt doch dumme Staatsanwälte, Sie haben recht. Richtig. Aber ich kenne mich mit der Gesetzeslage nicht so aus, um echt zu sein. Ich bin auch nicht wirklich derjenige, der gerne irgendwie nach den Gesetzen irgendwie spielt. Ja. Das ist so die Sache. Schwierig. Ja, wie gesagt, also ja. Wir haben Security-Beamte, aber was sie verdienen, kann ich ja mal fragen. Aber ob ihnen das, ob sie das erfüllt, Mr. Stone, das weiß ich nicht. Wir sehen. Wenn ich Ihnen bei diesem Sonnenuntergang in die Augen schaue, ja? Dann erfüllt mich nur eine Sache. Und Sie wissen welche? Ich habe ein bisschen Angst, aber ja. Ich habe Angst? Vor der Antwort, ja. Brauchen Sie nicht. Okay, gut. Doch, ich muss mich erfüllt. Ja? Ich möchte verdammt nochmal mit Ihrem Firmenwagen mitfahren. Kommen Sie! Gott sei Dank. Du musst offen sein. Was? Ich habe zugesperrt? Ich sperre schon, sieht so. Ich Wahnsinn. Weiß nicht, vielleicht werden Sie jetzt vorsichtiger mittlerweile. Ja, absichtlich. Hey, was halten Sie davon? Ich bin Ihr... Oh? Ihr persönlicher Aufpasser. Sowas. Dann muss ich Sie ja bezahlen. Wie soll ich das jetzt noch machen? Ja, das ist eine gute Idee. Da haben Sie recht. Das ist eigentlich scheiße. Ja, nee, da müssen wir schon den Staat bezahlen lassen, ne? Eben. Eben, Sie haben recht, ja. Der Staat. Wollen Sie einfach direkt mitkommen? Wollen Sie mal fragen, wie viel Sie da so kriegen? Wenn Sie sich danach wieder dort blicken lassen können. Warum nicht, Mr. Stone? Was haben Sie vor? Gut, in Ordnung. Ja, dann lassen wir uns doch mal reingehen. Dann machen wir das mal. Vielleicht frage ich wirklich mal nach. Vielleicht sollten Sie bei dem Bewerbungsgespräch nicht sagen, dass Sie es nur wegen des Geldes machen. Ich glaube, das kann nicht. Nein, natürlich mache ich nicht. Ich sage, ich mache es wegen Ihnen, weil Sie meine Freundin sind. Schön. Das hilft bestimmt. Geh rein und sag, ja, Miss Zane und ich, wir sind Freundschaft plus. Schön. Das kommt doch bestimmt gut an da drin, oder nicht? Das meinen kommt nicht? Perfekt an. Ja, sehr hervorragend, ja, wirklich. Machen Sie das Ding doch endlich mal an. Was ist los? Ja, ich lass rollen den Berg runter. Ah, ich verstehe. Ja. Oh, da ist aber bisschen... der... Der ist ein Staubsauger. Ja, das ist ein Staubsauger. Hat er diesen Motor drin, diesen Dyson-Motor? Ist das dieses... Ist das... Ja? Ja, das ist so ein Elektroding, ja, richtig. Ach du Scheiße. Gut. Ja, aber dafür hat er eine Beschleunigung. Ich sag Ihnen, da drückt sie in den Sitz, ne? Ja, gleich hast du einen Hit. Sie Sitz gedrückt. Schöne Frage, Mr. Stone, wirklich. Schön. Ja, könnt ihr selbst beantworten. Wahrscheinlich gestern Abend. Uiuiuiui, meine Güte. Genau das meine ich. Großartig. Scheiße nochmal, das ist großartig. Sie können den ganzen Tag damit rumfahren, wenn Sie im DJ arbeiten. Als jemand, der sich jetzt, als Sicherheitsbeamter kann ich auch damit rumfahren. Das sind quasi auch unsere Fahrer gleichzeitig, ja. Nein, wirklich? Ja, wirklich. Wir haben auch so ein Jubilee. Ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können. Das ist dieses große gepanzerte Fahrzeug da. Der kostet 1,4 Millionen oder so. Sowas wär was für mich, ja. Können Sie auch fahren? Nicht schlecht. Bis dahin. Ja. Und Sie sind schon überzeugt, nicht wahr? Absolut. Ich bin überzeugt. Das heißt, man hätte diese... Aber ich mache mir ehrlich gesagt nichts aus Autos. Tatsächlich nicht. Scheiße, Miss Zane. Ja. Hören Sie mir zu? Ja, natürlich höre ich Ihnen zu. Sie machen sich nichts aus Autos, haben Sie ja als letztes gesagt. Wissen Sie, was ich immer denke, wenn ich Ihnen in die Augen schaue? Dass Sie abwesend bin? Ja, dass hier irgend so ein, ich weiß nicht, so ein Trash-Bim-Bim-Bim-Pop. Irgendwie scheiße, was ist jetzt los? Oh fuck, Miss Zane. Was? Oh Gott. Oh fuck. Ah, jetzt habe ich es kurz gesehen. Oh Gott. Ja. Oh scheiße. Oh Gott, unangenehm. Oh, nimm sie die Hand da weg. Oh Gott, fängt es sich doch? Ist das Stone?
Mr. Oh, Mr. Stone ist weg. Okay. Ich kann nicht. Ja, yeah, das funktioniert. Was nicht funktioniert, ist reden. Bin auch nicht mehr in-game. Ist reconnect? Oh Gott. Ah, wird eine stille Fahrt jetzt, Mr. Stone. Ja, nehmen Sie die Hand da weg, war wirklich gut. Nee. Oh, scheiße, nehmen Sie die Hand da weg. War wirklich gut. Mr. Stone? Ja. Gott. Meine Güte, das da war hatten ein... Sie gerade, da hatten Sie gerade angesprochen, dass ich manchmal ein bisschen, und dann war ich wirklich ein bisschen abwesend. Ich sag Ihnen, wie es ist. Ja, ich habe das gemerkt. Ich habe es gemerkt. Scheiße, das war ein wilder Ritt mit uns beiden hier. Es also, war wirklich, huf. Uiuiui, das kurz vor der Arbeit. Kommen Sie. Ist irgendwas, was ich wissen muss? Es gibt relativ häufig Entführungen und Schüsse auf uns, ja. Na gut. Das war also nicht gut, wissen. Aber. Also meistens machen sie, wenn sie da mal reingucken, ne? Da stehen so zwei Herren im dunklen Anzug. Ne? Das sind Sicherheitsbeamte. Meistens stehen sie den ganzen Tag da so da. Das sind die Sicherheitsbeamten. Das sind die Sicherheitsbeamten. Aber wenn sie was zu tun haben, dann geht's um Leben und Tod. Okay, ich verstehe. Und der Herr da vorne mit dem Kilt, der gerade jetzt direkt vor ihnen steht, ja, das ist ein Staatsanwalt. Fragen Sie nicht. Wer ist das? Na, Ethan Krent. Ethan Krent. 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 Cringe? Krent. Cringe? Krent. Krent. Ja. Krent, richtig. Ja. Ethan Krent. Schön, 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 schön. Nennen Sie ihn einfach Krantig. Ja, da freut er sich. Nein, um Gottes Willen, es ist ein Staatsanwalt verflucht. Ich muss ja auch noch eine Rechnung bezahlen. $800. Ja, perfekt. Ja. Soll ich die ausstellen? Achso, ich dachte, heute ist Wellness-Tag, oder? Ja, können Sie machen. Aber dann, ich glaube, der Krent war das, oder der mich angerufen hat. Hm? Nee, bezahlen Sie sich nicht bei dem. Sag Ihnen, wie es ist. Okay. Was? Perfekt. Ja, schreib Ihnen die Akte. Bitteschön. Und dann okay. Stelle ich Sie mal vor. Kommen Sie mit. Ja. Hallo. Oh Dave? Gott. Mr. Bjorn? Ich hätte einen Bewerber für Sie. Das ist Mr. Stone. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Hallo. Frau Mr. Stone. Hallo. Waren Sie nicht mal Officer? Nein, ich habe gelegentlich einen Kojitos mit bis 10. Ein was? Ja, so ein bisschen. Er ist hier fertig. Guten Abend. Guten Tag. Wo ist sie denn? Ach da. Schon lange her. Der gelegentliche Kultschuss oder das mit dem Officer? Beides. Ah. Apropos. Hm. Über Ersteres müssen wir nochmal reden, was denn, ja? Nur mal so nebenbei. Was war denn jetzt Ersteres? Der Officer oder? Nee. Oh Gott. Alles gut, ist absolut. Oh Gott. Liv. Ja, nein, viel Spaß beim Bewerbungsgespräch. Das wird hervorragend. Ja. Wir müssen nachher um die quatschen. Ich habe gehört, Sie brauchen noch ein paar Leute, die. Die ein bisschen über die Sicherheit sorgen. Ich habe gelegentlich Kultus mit bis 10. Ja, dann komm doch mit. Ich will mich da draußen nicht unterhalten. Ja, da werden schon wieder Dinge erzählt über mich. Ich finde das. Keiner reagiert. Ach Gott, das ist halt schlimm. Mann. Oh Gott. So, was geht's? Willst du? Okay. Bist du nachher eigentlich im Prozess mit dabei? Beisitz oder so? Weiß man keinen Prozess. Also nein. Alles klar. Gut. Ja, im Senat sitze ich ja jetzt nicht mit drin. Ich mache da Prozess in der Zeit. Ja.
Warte mal, aber der Senat ist doch Mittwoch, dachte ich. Ja, genau. Mittwoch ist jetzt auch ein Prozess. Ah, okay. Steh. Bei uns beide jetzt, ja. Was jetzt sage, bitte bei uns beide. Sehr unklug von dem Wald, weil ich glaube, der Anwalt hat nicht verstanden, dass ich wahrscheinlich noch am ehesten der Fürsprecher für ihn war. Für Valentini. Ja. Denn tatsächlich, und das kann ich unter uns sagen, wenn sich Valentini ansatzweise brauchbar angestellt hätte, hätte ich nämlich mich dafür eingesetzt, dass er bleiben kann. Weil ich tatsächlich immer Fürsprecher für ihn war. Und genau mich hat jetzt sein Anwalt aus dem Senat rausgenommen. Ich hatte nie was mit Kurt Velmaru. Oh mein Gott. Es waren nur Owen, Daniel und Stone. Und mit Stone hatten wir nie was. Da haben wir nur angesprochen. Wir hatten nur ein Date. Wissen, was da die beste Strategie ist. Das war's. Wenn dich geschlafen hat, lebt nur mit zwei Leuten. Denn ich kann dir sagen, ich habe nur mal geschützt. Bevor ein Gespräch vom Chief, mit dem Chief damals hatte, mit Mountcastle, habe ich ihn mal beiseite genommen. Ich habe mit ihm, wie habe ich es so schön genannt, ich habe meinen kollegialen Rat für dich. Dann habe ich ihn einfach mal so ein bisschen genannt, was er bisher alles falsch gemacht hat. Und siehe da, Mountcastle hat genau danach mit ihm darüber gesprochen und ich war vorbereitet. Nur finde ich gut, er will, hä? Gesagt, zwei Leute, ist doch voll okay. Wir sind ja nach RP-Rechnung sind wir ja irgendwie, keine Ahnung, schon 10 Monate oder so. Ich hier. Halt einen Prozess okay. In der Zeit. Ja. Und jetzt. Aiden, du musst Miete bezahlen. Die Miete ist scheiße teuer geworden, Mann. Das kostet jetzt $950. Ich weiß, was jetzt $950 kostet. Das ist echt schlimm. Ja, weiß. Also. Wo ist mein Geld, Aiden? Komm, bescheuert. Du hast Mietschulden. Du bist Richter. Wie kannst du Mietschulden haben? Ja. Pass auf. Noch lachst du. Demnächst hole ich mir einen Baseballschläger. Ich sag dir, wie es ist. Schaltest du dann den, die Devils ein? Ja, natürlich, klar. Bin Best Friends mit denen. Gar kein Problem. Super. Gib noch ein Kopfgeld auf mich. Großartig. Willst du, pass auf. Hm? Ich glaube, ich hab mich gestern mal, glaube ich, das erste Mal mit einer Nicht-Anwältin getroffen, ja? Oh Gott, du hast schon die nächste Frau. Oh mein Gott. Kurt Well. Vielleicht hat sie mir jetzt folgendes per SMS geschrieben. Oh mein Gott. Guten Morgen. Ich hoffe, du bist gut aus den Fehlern gekommen. Danke für den schönen Abend. Ich habe schon lange nicht mehr mich so aufgehoben und sicher bei einem Menschen gefühlt. Danke dir. Danke dafür. Oh Gott. Oh Gott. Ist ja ekelhaft. Ich glaube, es lief ganz gut. Es ist ekelhaft. Habe ich erwähnt, dass ich mich heute... Ich schlafe ab und zu übrigens noch dort in diesem Haus, ne? Nur so als Info für dich. Habe ich vielleicht erwähnt, dass ich mich heute mit einer noch anderen Frau auf dem Kaffee treffe? Wie ist das denn bitte, Coldwell? Das war nicht das, was ich meinte mit Freundschaft Plus. Ich möchte mich noch bei dir bedanken für diese Inspiration, die du mir gegeben hast. Oh mein Gott. Oh Gott. Du hast gesagt, ich soll mich nicht so festlegen. Ja. Siehst du, das nehme ich gerade aus. Ja, hervorragend. Das freut mich wirklich für dich. Ach du Scheiße. Sag mal, Aiden, wie viel Lust hast du auf ein COCP? Auf ein kleines, süßes? Jan? Gut. Aktenzeichen? Warte, ich muss erst bei der Notiz hier finden. Warte kurz. Na, erstmal Jonas Fischer. Ja? Er weiß auch schon Bescheid. Beim Aktendurchgehen. Die schreiben jetzt schon nicht mehr. Ich bin gerade richtig genervt. Beim Aktendurchgehen ist mir aufgefallen die 12008. Ja. Da gibt es einen Strafbefehl für denjenigen, der oben in der Akte drin steht, aber auch einen weiteren für einen Mr. White. Ja. Und es fehlt die Zeugenaussage von Mr. White. Die tatverdächtige Aussage, sorry. Also ganz klassisch, nicht beteiligt. Ganz klassisch, jawohl. Das, was alle Staatsanwälte hier mittlerweile schon einmal durchhaben. Kannst du mich einstellen in der Sicherheit, oder? Moment, Ruby macht jetzt hier auch Sicherheitsbeamtin, oder was? Ja. Sag mal, wird das jetzt hier in Della Noir-Land, oder was? Ich hab gesagt, wie wär's, wenn ich deine Praktikantin erstmal bin. Donny Dowie ist ein, ich weiß nicht, welche Leute das sind. Das sind Riot Dogs. Ja.
Wie gesagt, also, Donnie Dowie wurde befragt, aber Peter White steht halt leider kein Tag. Oh Gott, wir fallen der Peter White Doppelpunkt auch noch, ne? Und danach, ja, oh ja, genau. Nein. Genau. Oh nein, das ist sogar ganz klassisch. Yep. Okay. Und auch hier wieder, sind die zu zweit gewesen? Ja. Insgesamt? Was ich da rein? Das ist diese Akte, falls du da den Absatz 2 meinst. Weißt, ja, ja, das ist diese Akte. Das Schlimme ist, dass, da komme ich, aber pass auf, das wird kein COCP sein, ja, aber inhaltliche Sache war, ich muss gerade eine, es gibt gerade eine Zivilklage, ja, gegen Payne, die ich gerade bearbeite. Und diese Akte wurde ich war unterwegs mit jemandem. Ah, warte. Ist... Ruby, könntest du ein bisschen leiser? Danke. Da kennst du ihn eh nicht. Die schreit immer noch. Du solltest vielleicht nochmal schreien, damit sie es schreit. Warte mal, dann arbeitet deine Ex-Freundin jetzt hier im DOJ? Aiden? Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. So fürs Arbeitsklima. Ja. Öffnest du bitte mal die Akte? Ja. Gut überspielt. 85242. Ich glaube, über die Akte haben wir schon mal gesprochen. Die Akte habe ich jetzt gerade eigentlich auf dem Schirm wegen der Nebenklage, ja. Ja. Und der Bradshaw ausgestellt, wieder eine 13-2 mit zwei Leuten, ja. Paragraph 10, gefährliche Körperverletzung, dessen ist mir auch nur aufgefallen. Ja, 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 da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und jetzt kommt eigentlich das Dumme. Ja, ja, Absatz 2. Strafmaß 4000 bei 13-2. Ja, das ist halt kein 13-2, es waren ja nur zwei Leute. So. Und Bias auf bei dem Mittäter, ja, hat er sogar nur $2000 gegeben. Das hat ja aber eigentlich eine Mindeststrafe von 5000. Ich glaube, wie man das Ganze super simpel lösen könnte, solche Situationen, ja. Ja, du kannst natürlich, am Ende macht einen Deal. Ich glaube, hier hat er sich einfach nur verschrieben. Ich glaube, er meint eigentlich die 1 und hat die 2 aussehen geschrieben. Glaube ich. Ja. Wenn die Leute einen Deal machen, mit jemandem. Gut, das genau dieses, sag mal, hast du Amnesie? Genau dieses Gespräch hatten wir schon. Draußen, auf der Parkbank. Hast du Alzheimer? Ja, du, es ist gerade echt viel los bei mir. Wir hatten zu 100% genau dieses Gespräch auf der Parkbank draußen. Ja, okay, ja. Ja, also ja, nur nebenbei, ja. Das wird kein COCP, ja. Ich hab da ein bisschen bewusst mal rangetastet bei Kilpatrick. Ob er da eine 15 dann sieht, wegen Verletzung Sorgfaltspflicht. Nicht interpretiert die 15 als Beweismittel. Es könnte natürlich sagen, eine Akte ist aber ein Beweismittel, aber ne, ich bin ganz offen, ich will da auch nichts auf Kampf drücken. Ja. Weil sowas reicht für mich vollkommen, meiner Meinung nach vollkommen aus, wenn dann der fachliche Vorgesetzte nochmal sagt, ey, hier, passt da mal drauf auf. Jetzt mach einfach dieses kleine COCP-chen gegen... Fischer, ja, gegen Fischer, ja, ja. Also ich habe noch nicht gehört, dass irgendjemand irgendwas gekriegt hat, außer ein Du-Du-Du. Ja, ja, ganz offen. Das ist ja vor allem auch sein erstes und das ist aber meiner Meinung nach auch kein Senat für oder so. Das hat bisher keiner bekommen. Ja, ja, das sage ich ja, ne? Du schon. Nein, nicht zu dem Thema Täteraussage fehlt in der Akte. Ja, das ist richtig. Ja, eben. Ja, ja, alles klar, kümmere ich mich drum. Ich danke dir. Wow, was ist denn das? Ey, echt, klasse. Dafür arbeitet jetzt seine Ex-Freundin hier, klasse. Warte, wird Mr. Stone gerade rumgeführt oder in das Büro gebeten? Na, Daniel? Wie läuft's? Ah, hallo, guten Abend. Ja, ich bin gerade dabei, den ersten Strafbefehl auszustellen. Die Vorlagen und so hast du gesehen für die SMS, die du dann verschicken musst? Die habe ich im Mail-System, glaube ich, sind die, ne? Nee, das sind die in der Bürgerakte. In der Bürgerakte, okay. Genau. Zeig mir doch mal die Akte. Ja, 15071. Wo wir die Akte zumachen. Genau. Ich muss jetzt da noch etwas korrigieren. Und zwar Raubüberfall muss ich auf Raub korrigieren. Ist schon schade. Ich habe den angerufen und habe ihn gefragt, ob er nicht nochmal herkommen möchte. Hm? Er hat gesagt, er ist ein Krimineller. Ich soll ihn in Ruhe lassen. Ich dachte, ich kann den noch irgendwie auf Bahn bringen, aber
Nee, bei Mr. Ja. Jackson, nee. Ich speichere das mal ab. Also wir haben da das Vermummungsgebot und den CC. Heißt das, ja? Vermummungsverbot, ja. Hm? Dann haben wir den Raub mit Absatz 2 mit der Waffe. Hm? Und ja, also ich hätte hier angesetzt 20.000. Was würden Sie hier sagen? Also erstmal kannst du dann schon mal die Bürgerakte von Mr. Jackson durchsuchen, was der so in den letzten Tagen so bekommen hat. Ja, ja. Weil ich weiß, dass Mr. Jackson andere Akten auch hat. Na, ja. Da kannst du auf die Bürgerakte gehen oder da kannst du einfach bei den Akten Jackson eingeben und dann den Herrn suchen. Hier, 1.10., 30.09., 27.09., 27.09. Naja. Hauseinbruch, Körperverletzung. Hier, Überfall, Apotheke. Ist ja was sehr ähnliches. Klingt zumindest erstmal so. Kann man gucken, was Mr. Kurz da gegeben hat. Ich glaube, da waren wir bei 15.000. Ich nicht recht, falsch erinnere. Oh, die Shit. Macht die für hohe Strafen. Okay. Ja, okay, na gut. Also dem alten Chief hätte es gefallen. Sag mir, ja. Was ist. Sachbeschädigung kommt auch noch dazu, okay. Die beiden Chief hätte es gefallen. Guten Abend, Chief. Ich bin ja da nicht so ein Freund von. Aber ich müsste Sie einmal kurz aus dem Büro werfen, ich brauche das mal kurz. Geben Sie mir 10 Minuten. Na gut. Vielleicht in eines der anderen Büros, wenn Sie nur arbeiten am Rechner. Richtig. Dann gehen wir direkt gegenüber. Muss er denn jetzt ausgerechnet das Büro, wenn das hier frei ist? Oh, Mann, manchmal. Nicht hinterfragen. Naja, das haben wir jetzt auch nur gemacht, weil er der Chief ist, ne? Sonst ist das unser Büro hier. Manche Sachen muss man akzeptieren. Das sind keine Richterbüros, ja? Nur so als Info. Gut. Ja. Genau, also okay. Raubüberfall auf Raub ändern. Ja. Wenn du 20.000 geben möchtest, dann gibst du 20.000. Nee, es soll ja auch einbringen. Also, es soll ja auch einbringlich sein, ne? Also, hallo. Ach, guten Abend. Hallo, Even. Wie weit bist du eigentlich mit unserem Fall? Welchem Fall? Die zweite Entführung von Mr. Mountcastle. Ja, da haben wir eine Aussage von den Devils. Ja. Von allen. Willst du das nicht vor Gericht bringen? Ja, doch. Na schön. Kümmerst dich drum, ne? Klar. Schön. Von mir aus schreibe ich dir auch das Plädoyer, das ist kein Problem. Genau, da wollte ich auch nochmal mit der Miss Fox sprechen, die hat nämlich die Aussagen aufgenommen, die muss sie noch in die Akte eintragen. Glaube ich. Ja, freut mich, dass du dran denkst und da dran bist. Finde ich hervorragend. Ich bin da dran, ne? Schön, quasi. Schön. Also, es macht ja keinen Sinn, wenn du die Aussagen da von den Devils hast, macht ja keinen Sinn, wenn ich da Vorsitz mache, ne? Macht dir der gerne den Beisitz und mach ein bisschen das Plädoyer und so, das ist ja kein Ding, aber... Ja, absolut. Ja, den Rest machst du selber, ne? Das ist quasi schon fertig. Das ist schön, Even. Freut mich wirklich. Muss man auch nochmal, ne? Falls man Mr. Grant aus seinem Büro wieder raushaben möchte, einfach mit Arbeit drohen. Oh. Oder fragen, wie die Arbeit läuft. Das ist hervorragend. Oh. Der hat dann natürlich nichts gemacht an dieser Akte. Ich hab's gerade nicht vorher nachgeguckt. Hat sicher alles notiert und muss das erst eintragen. Natürlich. Hat er sich alles notiert. Natürlich. Okay, ja, wegen dem Strafen. Also ich meine, wir haben hier insgesamt 95.000 Dollar maximal. 5.000 fürs Vermummungsverbot und 90.000 für den Raub. Nein. Halt, stopp. Fehler. Ja. Es wird nur die schwerste der Strafen bestraft. Ah, okay. Niemals zusammenzählen. Es hat natürlich Einfluss darauf, wenn die Liste der Paragraphen sehr lang ist, dann machst du natürlich ein bisschen mehr. Ja. Aber du gehst nur nach der schwersten Strafe. Okay. Woher weißt du, was die schwerste Strafe ist? Nachschau. Ja? Nach was schaust du? Nach der Strafhöhe. Richtig. Ey, ich wurde schon gesagt, so, ja, nach Gefühl, ne? Bauchgefühl, was halt schlimmer ist. Ja, nee. Steht genau explizit im Gesetz drin, was die schwerere Strafe ist, nämlich da, wo die höhere Maximalstrafe ist. Ja. Ja. Genau. Okay, also 20 von 90. Das heißt, wir sollen weniger, oder? Nee. Versteht es nicht falsch. Also, wie gesagt, Mr. Dakota hat ja auch 15.000 gegeben. Jetzt ist er Wiederholungstäter, hat wieder einen Raubüberfall gemacht und so weiter und so fort. Ja. Dementsprechend würde ich dann jetzt auch nicht mehr drunter gehen. Ich bin jemand, der hat noch nicht so viele Akten. Ne? Ich meine, wenn du mal bei Mikey Booth oder so in die Bürgerakte reinguckst, dann da sind wir rigoros. Ja, der ist schon, glaube ich, bei, keine Ahnung, ich glaube 30.000, 40.000 für kleine Dinge. Okay. Das liegt aber an seinen ganzen Akten, die er bisher hatte und dass er gerne mal Staatsanwältin führt. Ja. Genau. Wenn du sagst irgendwie 15.000 wäre ich dabei, 20.000, ja, okay, kannst du auch machen.
Mach halt vielleicht ein Zwischending, mach 18.000 oder so. Man muss ja nicht immer Fünfer-Schritte gehen. Okay, ja. Gute Idee. Genau. Und dann guckst du dir die Vorlage an in der DOJ-Bürgerakte. Nennt sich, glaube ich, auch Strafbefehl oder so. Ja. Und dann verschickst du diese SMS an Mr. Jackson und dann arbeitest du die Tags ab. Ja, dann schreibst du halt SB und deinen Namen rein. Okay. Wie es ja in diesem FAQ steht. Okay, die sind noch, die bleibt im Moment noch offen und nach drei Tagen. Sobald du den Strafbefehl erstellt hast, ist sie verurteilt ja schon. Okay. Ne, hat er eine Strafe drunter. Ja. Dann hat er 72 Stunden Zeit, um Einspruch einzulegen. Ja. Wenn er Einspruch einlegt, dann musst du quasi eine Verhandlung draus machen. Wenn er sich gar nicht meldet nach 72 Stunden, dann setzt du ihn auf die Fahndungsliste und dann muss er es absitzen, dann hat er ihn quasi akzeptiert. Weil er keinen Einspruch eingelegt hat. Oder er kommt halt zwischendurch vorbei, bezahlt es oder geht zwischendurch zum PD und sitzt es ab. Okay. Ja. Genau. Ja, dann werde ich ihm das mal zusenden. Ich habe ihm noch 10 Minuten Zeit gegeben, dass er sich meldet, aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Okay. Alles klar. Sehr schade. So jung nämlich. Ja, ich weiß, ich kenne ihn. Mitglied in der Gang ist halt auch ein Teufelskreis, ne? Besten Freunde. Ja, sehr schade. Ja gut, mit dem werden wir dann noch einiges dann zu tun haben, nehme ich an. Absolut. Das Gesicht kannst du dir merken, der hat einen schönen Mugshot in seiner Bürgerakte. Ja, habe ich gesehen. Naja, finde ich großartig, das brauchen wir mehr Bürgerakten, ich finde das super. Ja, dann werde ich. Und heute ist ja Verhandlung, habe ich gehört, 21 ja, Uhr. Ja genau, guck dir die gerne mit an, ne? Ja, auf jeden Fall. Kann man immer sehr viel bei lernen. Ja. Wird sehr spannend, meine erste Verhandlung mal zuhören. Ja, und dann habe ich noch gesehen, 5 Akten oder 2 Akten habe ich, glaube ich, noch dazu bekommen. Ja, genau, ich habe wieder einfach ein paar geschoben. Sehr gut, dass du anrufst. Ja, Aina. Hi. Das war's erstmal, Danny, oder? Ja, danke. Ja, perfekt, dann weiterarbeiten. Dankeschön. So, ich habe gerade noch einen Mitarbeiter gesprochen. So. Achso, kein Problem. Pass auf, wir wurden von einem Mandanten gerufen, dem Mikey Wolf, weil er auf der Verhandlungsliste steht. Er sagt, er hat alles abgesessen, was es abzusetzen gibt. Jetzt ist da irgendwie nur noch eine Akte offen, das ist nämlich, da meine? Bist du die Staatsanwältin. Ja, richtig. Genau. Nämlich die 46948. Da wollte ich dich fragen, hat er das abgesessen, hat er das nicht abgesessen? Also ich habe wirklich auch in der Bürgerakte und so, ich habe alles nachgelesen. Die Akte wird nirgendwo als abgesessen markiert. Deswegen habe ich ihn auf die Verhandlungsliste gesetzt. Ah ja, okay, gut, dann weiß ich da Bescheid. Ich würde... Halt, er sagt halt gibt es dann die Möglichkeit, dass er das nicht sofort absetzt? Wie gesagt, es ist halt schon 72 Stunden her, dann ist vielleicht die SMS untergegangen bei den ganzen Strafbefehlen, die er jeden Tag so kriegt, nicht wahr? Ich würde ihm anbieten, dass er das dann heute freiwillig angetreten darf. Ja. Das muss er dann aber auch machen, ne, Alex? Okay, um wie viel Uhr? Wenn er das halt möchte. Ja, genau, würde ich ihm anbieten. Das jetzt freiwillig antritt, um wie viel Uhr? Die Uhrzeit darf er aussuchen. Ach so, die Uhrzeit darf er aussuchen. Ja, deswegen sage ich ja freiwillig antreten. Ach so, ja, heute noch. Ja, okay. Ich dachte freiwillig, aber weißt du, so spontan auf 3, so ein Ding. Nee. Wenn er sich unbedingt in den Knast hinlegen möchte, dann kann er das gerne machen. Okay, das würde ich ihm anbieten. Wenn die Detectives Rückfragen haben, und dann verweise ich sie auf sie, auf dich. Ja, ich nehme ihn erstmal von der Fahndungsliste runter. Lass das aber in der Bürgerakte drinstehen quasi. Und wenn ich morgen nicht lese, dass er es abgesessen hat, dann, ne? Ja, dann mache ich eine aktive Fahndung. Ja. Okay, machen wir so. Alles klar. Ciao. Bis dann. Ich bin so nett. Mikey Booth und Fahndungsliste. Siehst du, sag doch, weil Mikey Booth sitzt eigentlich immer alles ab. Mich auch gewundert. Aber ich habe sie nicht gefunden, dass er irgendwo was abgesessen hat. Ich würde mal gerne sagen, Prisma, dass es doppelt so viel wird, aber so funktioniert das leider nicht. So funktioniert es leider nicht. Aber ich glaube, mit aktiver Fahndung darf ich dann ruhig durchaus drohen. Oh, Summers.
Hallo, Frau Zane. Wie kann ich helfen? Ich habe eine kurze Frage und ich glaube, Sie wissen das am allerbesten von allen. Verjähren Strafbefehle auch? Nein, Strafbefehle verjähren nicht, also, weil die Strafe ist ja schon ausgestellt und nach 72 Stunden angenommen. Mhm. Dementsprechend verjähren die nicht. Wenn jemand jetzt irgendwie 5 Monate nicht in der Stadt rumtreibt und noch 5 offene Strafbefehle hat, dann muss er die irgendwann mal absetzen. Okay, gut, das wollte ich nämlich wissen, weil wir arbeiten ja momentan aktiv die Fahndungslisten ab und nicht, dass wir jetzt... Manche sind ja schon echt lange drauf. So die man ja, ich weiß, ich hab da auch einen drauf, irgendwie Oliver Schlabach oder sowas, ja. Ja, den ging es auch gerade, genau. Ja, sehen Sie mal, das ist meiner. Ja. Nee, genau, die Strafbefehle selber verjähren nicht. Nee, genau. Okay, das ist ganz gut. Das war auch alles. Und gestern wollte ich eigentlich nur mit Ihnen über den Herrn Kurz sprechen, aber ich weiß nicht, sind Sie die Leitung von der vom DOJ? Ich bin stellvertretende District Attorney, ja. Okay. Wir hatten gestern den Fall, dass die Devils geschlossen ins Prison wollten. Weil die hatten eine Geiselnahme und so weiter. Dann haben sie auch den Herrn Kurz angegriffen, weil einer sich aus den Zellen befreien konnte. Aber er hat gesagt, wenn die ins Prison wollen, schicken wir die nicht ins Prison. Ich war jetzt verwirrt. Also, so, passen Sie auf. Mr. Kurz hat da auch mit mir schon drüber gesprochen, weil er schon wusste, dass da Nachfragen kommen. Es war folgendermaßen, die Geiselnahme muss ja nicht direkt als Strafbefehl in den Zellen ausgestellt werden. Er hat nämlich noch gar keine Strafe ausgesprochen, weil er das als Anklage machen möchte. Das ist ja durchaus sein Recht. Und dann werden die natürlich gehen gelassen. Dann haben die ja gar keine Strafe bisher, die sie absetzen können. Sinn. Ja, genau. Okay, vielleicht war das einfach ein bisschen falsch ausgedrückt oder so. Genau. Richtig. Ich glaube auch. Nee, also alles gut, dann hat sich alles schon geklärt. Genau. Er hat halt noch keine Strafe ausgesprochen, dann können sie auch nichts absitzen. Darum ging's. Ja, das macht dann auch Sinn, ja. Gut. Dann verstehen wir das auch ein Stück besser. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gerne. Ciao. Einen schönen Tag. Gut, dass du vorhin mit mir drüber geredet hast, kurz. Kann ich wunderbar abwehren. Toll. Mr. Ja, O'Hara. Gemo Mikey Buß. Aber ist ja scheinbar schon geklärt, die kommen jetzt irgendwie zu Ihnen. Genau, also es ging darum, dass er eigentlich der Meinung war, er hat alles abgesessen. Ich glaube ihm das, weil ich war auch der Meinung, dass er normalerweise immer freiwillig kommt. Deswegen habe ich ihm jetzt die Frist gegeben, dass er das heute dann im Laufe des Tages freiwillig antreten darf. Ja, aber wenn er das schon abgesessen hat, dann... Nee, das hat er halt nicht abgesessen. Ich glaube, das ist ihm einfach nur untergegangen unter den 50 Strafbefehlen, die er jeden Tag kriegt. Und dementsprechend steht das definitiv noch aus. Das habe ich wirklich mehrfach kontrolliert. Genau die Aktennummer sagen, ne? Ja, die hat er ja auch in der SMS drin. Okay. Genau, aber ich habe ihm dann halt das Angebot gemacht, da es anscheinend irgendwie vergessen hat, es abzusitzen, dass er heute im Laufe des Tages, des heutigen Tages, das dann freiwillig antritt. Okay, also nehmen Sie den kurz von der Fahndungsliste. Hab ich schon. Perfekt, alles klar. Gut, Dankeschön, ciao. Bis dann, tschüss. Den wir haben vergessen. Ach, Victor habe ich angerufen. Oder Victor. Ja, ist kein Victor. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Nee, alles gut. Ich warte auf den Kollegen hinter mir im Zimmer. Ah. Dann noch das Bewerbungsgespräch mit Mr. Stone. Ja. Bist du im DOJ? Ja. Wir würden mal kurz rumkommen. Ich hoffe, du hast 5 Minuten Zeit. Weil er sagt, er hat halt vorgestern 30.000 abgesessen und er wurde um 2:30 Uhr nachts verhaftet. Ja. Deswegen. Ja, ihr dürft nicht zum DOJ kommen. Mikey Buff hat aktuell Platzverbot. Achso, wir sind schon beim DOJ. Ja. Können wir uns für den Fall irgendwie... Ich hau ihn um, wenn er dir zu nahe kommt. Ich hau ihn um. Ich komm einfach raus und wir machen das am Auto. Okay, wir machen das im Auto, Mikey, du hast Platzverbot. Okay. Warte mal, warum? Der Welt. Heute. Oh, Entschuldigung, wollte ich schieben. Warum weiß ich davon nicht mal was? Mikey, komm jetzt. Wir stellen uns gerade vorne. Also warum weiß ich nicht mal was davon, dass ich anscheinend Hausverbot habe? Na, Platzverbot. Das geht für den ganzen Platz hier. Das geht nur für das Haus. Bist du deiner... Das DOJ hat schon so viel Angst vor mir, oder was? Die kleinen Goofies. Also da du wöchentlich Staatsanwälte entführst, tatsächlich ist das der Grund, ja. Ich habe einmal einen entführt. Das war Kotwelle. Gut, Geiselnahmen zählen auch zur Entführung dazu. Gilt das nicht normalerweise nur für eine Stunde? Nee, tatsächlich
Chief Justice hat gesagt, bis zu der Verhandlung von Mikey für diese entsprechende Geiselnahme von Mr. Pierce, dies ist tatsächlich ein Platzverbot. Ah, die ist morgen, oder? Lord Peanut. Genau. Oder zumindest ist es dann morgen. Und danach ist es wieder aufgehoben. Also zur Verhandlung natürlich auch. Zur Verhandlung darfst du gerne hier auf diesem Platz sein. Wie schön, dass mir das auch mal gesagt wird, ne? Dass ich Bescheid weiß. Spätestens, wenn du hier auftauchst und wir dich rausschmeißen, hättest du es gewusst. Okay, also erzähl mal. Du, halb zwei von vorgestern auf gestern, zwei Akten hat er abgesessen, 10.000 und 20.000. Und das sind mit der Akte, die noch... Das war genau die Akte, diese 4894 Okay, also im Endeffekt hat quasi der Officer vergessen, das in deine Bürgerakte einzutragen, dass du gestern... Wann? Vorgestern? Gestern? Vorgestern auf gestern, die Nacht, halb zwei. Vorgestern auf gestern wieder was abgesessen hast, weil da steht tatsächlich nicht drin in der Bürgerakte. Ja, hab ich aber gemacht. Weißt du noch, welcher Officer das war? Nein, das ist das Problem, aber ich versuche Slim zu erreichen, weil der dabei war. Vielleicht weiß der das. Platz sein Telefon aus. Weißt du noch die Nummer von der anderen Akte, die du auch abgesessen hast? Nö, da habe ich glaube ich auch keine SMS bekommen. Achso. Weil das wieder so ein mündliches Ding war. Oder ach, das war das? So ein mündliches Ding. Ja, manche Staatsanwälte sind ja zu faul, das dann zu schreiben. Ja, wenn du in den Zellen den Strafbefehl bekommst, dann schreiben wir den auch nicht extra. Ja, manche schon, weil die halt nett sind, ne? Mhm. Ja, nee, keine Ahnung, habe ich nicht. Okay. Gut. Dann versuch mal noch den Officer rauszufinden. Wie gesagt, du bist sowieso erstmal von der Fahndungsliste runter. Ja, besser ist, ne? Sonst hätte ich wirklich wieder einen Staatsanwalt entführen müssen. Mikey? Was denn? Das kann ich nicht, wenn ihr eure Arbeit nicht richtig das macht. Das war natürlich nur ein Scherz, na klar. Ich glaube, deine Anwälte. Und das habe ich ernst gemeint. Und du fragst sie, warum du ein Platzverbot hast. Besser, als ob mich das davon abhält. Ja, hält dich davon ab. Pff, was denkst du? Ach, nur du. Können wir also gehen? Eine Kreidelinie ist das. Ja, okay. Ja, genau. Also wir so ein Salzkreis. Ja. Wir versuchen, den Officer ausfindig zu machen. Was ist, wenn wir den jetzt nicht ausfindig machen können? Ja, im Zweifel für den Angeklagten, nicht wahr? Okay, das heißt, er kommt nicht mehr auf die Fahne. Zeigst du das dann ein? Ja. Okay, super. Aber gut. Wir versuchen trotzdem, den Namen rauszukriegen. Ja, genau. Das wäre halt noch ganz gut. Wenn ihr das irgendwie rausfindet, dann ja. Aber ansonsten, ne? In Zweifel für die anderen Klagten. Ja, dann funktioniert der immer so gut, ne? Wir sehen perfekt. Uns. Ich danke dir. So, und weil ich meine Lizenz natürlich noch behalte, ne? Weil ja die Gott sei Dank DOJ nur in Klagefällen dagegen ist, ja? Ja. Sollte ich, also sage ich auch gleich vorweg und ich kündige das auch hier offiziell an, bei einer Staatsanwältin und bei meiner Kollegin. Ja. Wenn der Cloud mir noch einmal in den Weg kommt, werde ich den sowas von windelweich prügeln, dass er seine Nase und sein Gesicht nie wieder erkennen wird. Und dann wird er nach Hause fahren zu seinen Eltern. Dann wird seine Mama sehr traurig sein, weil sie ihren lieben Sohn nicht mehr erkennt. Und dann werde ich ihm schätzliche Finger und Nägel und alles, was da kommt, rausreißen. So ein dummer Wichser. Das ist natürlich auch so ein Scherz. Passiert. Das ist natürlich auch nur ein Scherz, ich verstehe schon. Seamus, was passiert? Naja, wir sind halt als Anwälte dazu gerufen worden, zu der Situation. Soll endlich lernen, wie man sich verhält bei Menschen, der Dumme. Scheiße, was wird Seamus so passiert? Viel Ego bei so wenig Hirn haben, so viel Luft, wie der zwischen den Ohren hat. Wirklich, ja, ich wollte gerade sagen, dann, wenn er wenig Hirn hat, dann ist halt viel Platz für Ego. Ja. Vielleicht. Ich weiß es, ich fahre zu Human Labs und kaufe eine Buddel Sauerstoff und schließe ich ihm in den Arsch an und pumpe ihm so viel Luft in sein Hirn, damit der scheiß Ego da mal rausgepresst wird. Oh mein Gott, ach du Scheiße. So ein blödes, arrogantes Arschloch. So. Ja, man muss sagen, wir sind zu jetzt Polizei besser, Seamus. Ja. Du hast noch wieder zugekommen und wie sie mit Mikey umgehen, ist halt auch nicht so cool, ne? Also die stehen, das musst du dir vorstellen. Er sagt, ey, ich hab das abgesessen. Die sagen, nein, du musst jetzt mitkommen. Er sagt, nee, ich komm nicht mit, ich hab das abgesessen. Diskussion A sagt A und B sagt B. Ja. Dann tasern die ihn mit drei Leuten weg. Der wehrt sich noch nicht mal. Was sind das für Hurensohn, Detektive? Also, holy, jetzt aber, ihr Seamus. Kannst du das vielleicht rauspiepen? Ach du Heiliger. Ach so, ja, stimmt, ich hab das vergessen. Oh mein Gott. Holy. Ja. Ja, Mikey legt's aber, ich meine, ihr habt's ja gesehen, Mikey legt's auch drauf an, ne? Dann führe ich halt den nächsten Staatsanwalt, bla bla bla. Ich verstehe das, wie gesagt, ich bin auch jemand, der dann trotzdem freundlich zu Mikey Booth ist und mir die Beschwerden von ihm anhöre, ja? Ansonsten hätte ich jetzt auch sagen können, ja, steht nirgends, Mikey, hast du bestimmt nicht abgesessen, warum soll ich dir glauben? Ja, so bin ich aber halt nicht. Es ist halt auch schwierig, so, ja, klar, der baut bestimmt viel Scheiße, so. Er hat 6 Seiten, nicht so lang. Alex, 6 Seiten. Ja, dann baut er sehr viel Scheiße, aber heißt ja nicht, dass man ihn trotzdem zu dritt wegtasern sollte, ne, also das ist halt, das muss ja auch nur, ja, naja. Nee, deswegen ist Seamus ein bisschen, durch die Decke, weil er hat das dann halt angekleidet und dann ist Cloud direkt auf ihn draufgegangen. Also.
Ja, also, ich habe ein Problem mit der Art und Weise. Wir sind dazugerufen worden. Man hätte jetzt vielleicht einmal kurz Luft holen sollen, ja, und die Brille mal kurz wieder über die Nase ziehen. Und dann wären wir gesagt, okay, alles klar, Mikey, fahr einfach mit. Wir klären das schon, wenn du sagst, du warst gestern da und Smiley kann das sogar bezeugen, alles cool, dann ist die Sache gleich erledigt. Aber nein, man geht gleich mit so einer Art und Weise da rein. Was erwarten die Leute denn? Die erwarten doch immer Respekt. Detectives erwarten Respekt, Officer erwarten Respekt. Aber genau mit solchen Aktionen bekommen sie doch genau das Gegenteil. Sie bekommen genau das Gegenteil und wundern sich dann, dass sie daraus Konsequenzen tragen müssen. Ach herrje, Mensch, wer hätte das gedacht? Aktion folgt auf Reaktion. Nee, andersrum. Nein, die Aktion von denen folgt auf eine Reaktion der anderen. Hast du selber gemerkt, ne? Oh Gott, also gut, oh Gott. Oh Gott, gleich randet er noch gegen mich hier. Ach du Scheiße. Damit habe ich einfach ein Riesenproblem. Riesenproblem. Einfach mal ein bisschen mal locker durch die Hose atmen. Einfach mal das Fenster aufkipp. Ja, richtig. Und das offensichtlich funktioniert das nicht. Gibt es noch irgendeine Strafe? Also war das jetzt die Akte mit 20.000 oder mit 10? Meine sind, glaube ich, 10. Das sind 10. Gibt es noch eine Akte mit 20.000? Weil die hat er ja auch abgesessen, weiß aber nicht, welche das war. Ja, ich gucke gleich. Ich guck gleich mal die Akten durch. Ja. Na ganz gut. Dann sage ich. Morgen deswegen irgendwie. Ja, gucken. Wenn noch irgendwas offen ist, sage ich euch Bescheid, ja? Okay, super. Wunderbar. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns um 9 wahrscheinlich, wenn du da bist. Ich versuche drin zu sein, definitiv, ja. Genau, ich schaue mir das auch an. Wunderbar. Okay. Ja, super. Alles klar. James, ich hoffe, ich konnte dir helfen bei der Wut. Und ja. Helfen kann man nur noch der liebe Gott und Amerika. Na, Gott hat die Stadt schon lange verlassen, James. Ja, das ist offensichtlich. Ja, das gut. Naja. Bis nachher, ja. Wir machen einfach das Fenster ein bisschen auf. Ja, ciao. Okay. Ach du Scheiße. Und dann muss ich Protokoll sagen, mein Fenster ist auf Kipp. Mein Fenster ist auf Kipp. Schön. Schön. Naja, dann gucken wir doch mal. Wie gesagt, ich habe mich schon gewundert, weil ich bin halt selber auch der Meinung, Mikey sitzt eigentlich immer alles ab. Er hat überhaupt kein Problem damit, jeden Tag in State Prison zu fahren, also jede Nacht. Und da zu schlafen. Hat mich auch schon gewundert, deswegen glaube ich ihm das. Habe ich endlich eine Bürgerakte? Machen wir das mal raus. Hier steht ja nur der 27.8. vor allem. Das soll wahrscheinlich 9. heißen. Das waren nur 2000. Habe ich die 15206 schon zugemacht? Mal gucken. Jetzt ist alles raus. 15206. Ja, steht noch drin. Code will. Gut. Dann gucken wir doch mal den ganzen Buchakten an. Außer nur 5 Seiten. Entschuldigung, ich hab die Dings angelogen. Wo sind meine? Hier, Erfahrungsliste sehen. Das waren die 10.000, ne? Ja, das kommt hin. Und vorgestern auf gestern. Also nicht vom 1. auf den 2., sondern vom 30. auf den 1., ja? Ja. Dann war es wahrscheinlich schon der 1. So. Dann ist die Akte schon mal erledigt. Dann gucken wir, was er noch so offen hat. Hier steht noch DOJ Valentini drin. Der Rechnung den Zellen bezahlt. Dann kommt das Tag da mal raus. Und kommt da rein. So. In Aktenpflege bei Herrn Buff machen. Sieht da sonst keiner mehr durch. Offen, verurteilt, das hier vielleicht. Okay. 35.000, Haft angetreten. Guck mal, selbst das hat er schon abgesessen. Das hier vielleicht? Kurz. 20.000. Und dann wird es ja gewiss sein. Guck mal,
dann wissen sie da sofort in dem Rand. Strafe im State Prison. Abgesessen am 1.10.22. So, das heißt, wir haben die beiden Akten gefunden, die er tatsächlich abgesessen hat. Das macht also Sinn, was er gesagt hat. Offen, offen, offen. Da haben wir schon reingeguckt, eingestellt. Da haben wir schon reingeguckt. Wollte jetzt mal gucken für die Anwälte, ob noch irgendwas offen ist. Peter war geständig, hat sich mit dem Strafe für eine Strafe wurde direkt angetreten. Ist also schon abgesessen. Okay. Was noch? Hier ist noch Geiselnahme. Direkt Gefängnis ist abgesessen. State Prison. Ich glaube, es ist alles abgesessen. Sind aber noch 4 Akten offen. 3. Ja, ja. Okay. Gut, wenn bei Alex belegt ist, dann rufe ich vielleicht Seamus an. Ja. Also, ich habe jetzt nochmal die Akten durchgeguckt. Es ist jetzt alles abgesessen, ich habe das alles eingetragen, Fahndungsliste ist ja nicht mehr drauf. Und es sind noch 3 Akten offen aktuell, aber ohne Strafbefehl. Ja, okay, alles klar. Danke. Ja. Alles klar, ciao. Ciao. So. Eine gute Tat am Tag. Übrigens habe ich hier alles mal, was wir gestern besprochen haben, tatsächlich eingetragen. Das wird halt immer länger. Aber gut. Muss man halt ein bisschen was lesen, wenn man hier anfängt. So, ich wollte die Nummer von Wiesel noch eintragen. Moment. Wazel. 167-730. Jetzt trage ich nicht ein. 167-730. Ich wollte eine Bürgerakte für mich anlegen. Okay, sonst hätte ich wieder rechnen müssen. Ich weiß, dass ich 26 bin, aber 97. Ich jetzt gewundert, aber man kann ja mal gucken, ob es schon eine gibt. Das ist eine wunderbare, gut ausgefüllte Bürgerakte von uns. Ist das nicht toll? Hervorragend. So, haben wir auch. Dann können wir ja gleich tatsächlich mal in die Verhandlung gehen. Den haben Sie Zelmer gesehen? Wen? Ich meine den Mann hinter dem Tresen. Okay, ich bin blind.
Gern geschehen, Victor. Kein Problem. Immer wieder gern. Zähl mal kurz entspannen. Ja. Danke. Ja, gern geschehen.